So, herzlich willkommen. Diesmal nicht zu einem Let's Show Play Minecraft, sondern zum The Kuchenmaster Special. ja, The Kuchenmaster spielt oder Let's Play auch Minecraft und schickt also alle paar Folgen seine Welt an einen anderen Let's Player, damit der dort mal eine Runde spielt. Und diesmal ist die Reihe an mir. Ich springe da auch für jemanden anders ein, der kurz wohl ausgefallen ist. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich darf mir so viel Zeit nehmen, wie ich will. Bin also nicht auf die Viertelstunde beschränkt. Schauen wir mal. Ich habe mir die Welt hier reingeholt. Die heißt einmal ganz anders. Und er sagte mir, ich müsste direkt an einem Haus spawnen, wo also schon ein paar Kisten drin sind und am Hauseingang. Ich bin hier auf der 181 mit dem, ja, Default Texture Pack ohne irgendwelche Mods. Damit das also hier keine Probleme mit der Kompatibilität gibt. Und ich werde mir hier gleich mal die Kuh schlachten. Jawohl, die rennt ja weg, neuerdings. So. Ja, 181 mit Texture Pack verabschiedet sich bei mir immer noch mal ganz gerne. Besonders wenn ich also Minecart fahre. Und dann schauen wir uns hier mal um. Das ist also die Hütte. Okay, Hütte ist ein bisschen untertrieben. Haben wir hier einen schönen Glasboden. Schöne Aussicht. Und da. Öfen. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ein bisschen Kohle. Noch ein bisschen Kohle. Bogen und Pfeile habe ich dabei. Sehr schön, die packe ich mir mal gleich an die Stellen, wie ich sie gewohnt bin. Cobblestone haben wir dabei, sehr schön. Ein bisschen Holz, ein bisschen Knirsch. Glowstone, sehr schön. Den werden wir gleich mal verarbeiten. So. Und zack, hier das Beef. Packen wir auch gleich mal rein, denn Nahrung ist hier knapp, sehe ich. Bisschen braune Wolle haben wir, weiße Wolle haben wir. Schauen wir uns das mal an. Während das Fleisch hier durchbrät, das werden wir natürlich dann auch gleich als erstes wegessen, sodass also hier nichts übrig bleibt, was nicht zur 1,8 gehört, beziehungsweise dann später eben Probleme machen könnte. So, hier geht's runter. Hier haben wir noch eine Werkbank, Keller und Kisten. Sehr schön. Ich werde hier mal so dafür sorgen, dass die Beleuchtung hier stimmt. Wieder zack, zack. So. Dann schauen wir mal hier rein. Da haben wir ja, oh, da haben wir ja schon so allerhand hier rumzuliegen. Kohle jede Menge. Gut, Fackeln habe ich ja. So, das Weed können wir hier mit wegpacken. Schönen Schild nehmen wir mal mit. Bisschen Dirt noch zum Bauen. Den hier packen wir auch mal weg. Die Wolle. Ja, werde ich wahrscheinlich ein bisschen was brauchen, um hier ein Bett zu bauen. Steinaxt haben wir dabei. Pickaxe werden wir sicherheitshalber mal eine in Reserve mitnehmen. So, Lapis. Aha, hier war also schon jemand kräftig in der Mine unterwegs. Hier haben wir Saplings. Das scheinen verschiedene zu sein. Muss man mal gucken. Kürbis. Okay. Dann haben wir hier oben. Die ist leer. Hier haben wir noch Eisen drin. Pistons. Glowstone. So, packen wir mal ein bisschen da rein. Pilze. Alles Mögliche. Aha, hier hat also jemand auch schon ein Nether-Portal gebaut. Sonst hätten wir da keinen Netherrack. Nehmen wir davon was mit. Leitern haben wir, das ist schön. Davon werde ich mal welche mitnehmen. Pressure Plate kann man auch immer mal gebrauchen. So, was haben wir da oben? Okay. Die geht nicht auf, klasse. Die geht auf. So, was haben wir hier noch drin? Brote, okay, Nahrungsmittel versorge ich mich ja selber. Schere, blub, 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 Schwerter, Obsidian, pff, ja, okay.
gut zu wissen, dass es da ist. Ah ja, und hier geht's auch in die Mine runter. Wieso schleppe ich nie einfach mein Kart mit mir auf? Das habe ich nicht vor zu benutzen. So, okay, das haben wir. Dann gehen wir hier mal wieder schwubbliwupp nach oben. Und hier bedankt sich also Hodenkrebscreme. Klasse. Also, Pseudonyme denken sich die Leute ja aus. Okay, hier haben wir also die Schlafgelegenheit. Da, achso, da geht's wieder runter. Okay. Dann haben wir hier eine schöne Terrasse. Und dann. Zack, 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 zack. Schauen wir uns hier mal diesen Turm an. Der scheint dafür gedacht zu sein, dass man eine Aussicht hat. Nehmen wir doch mal einen schönen Rundblick. Das ist doch mal ein schöner Einstieg. Wie habt ihr denn hier die Treppe gebaut, Leute? Dass man da hochhüpfen muss. Also, ja, okay. So, da sind wir also hier oben. Und hier geht's noch weiter. So. Okay, hüpfen wir mal. Söderle. Da sehen wir nochmal das Haus unten. Sogar ein Feld noch dabei. Sehr schön. So, und ich werde hier also auch nicht so weit laufen, dass ich also neue Chunks entdecke. Okay, Sonne geht gerade unter. Achso, und ich... Options, easy. Damit wir die Monster haben. So, da scheint in dem Berg eine Höhle zu sein. Hier kann da hinten, okay, schönes Tal. Da hinten haben wir nichts weiter. Hier haben wir eine Wüste. Die könnte man sich mal angucken. Vielleicht ist da noch was da hinten. Das scheint mir auch nochmal irgendwas zu sein. Okay. Ja, wird jetzt duster. Das heißt, wir gehen erstmal schlafen. Wenn wir hier heile vom Turm runterkommen. Das heißt, zack. Ja, Rüstung habe ich ja nicht an, die kaputt gehen könnte. Na, und die Gesundheit wird ja wieder hergestellt, sobald ich hier meine Nahrung voll habe. Och, Kinder, was habt ihr denn hier gemacht? Das ist ja... Ich denke, die Bäume lässt man nicht stehen. Ist doch auf vielen Servern die Regel, dass man so große Bäume stehen lässt und nicht da einfach den Stamm wegholzt. Naja, okay. Schauen wir uns mal. Hauen wir uns hier erstmal ins Bett. Zack. Schöner Ausblick auf den Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Ich nehme einen Schluck von meinem Heißgetränk. Schaffe das sogar ohne zu schlürfen. Ja, und dann machen wir uns einfach mal auf, ne? Würde ich sagen. Monster dürften ja keine gespawnt sein. Doch, da unten hat ein Skelett gebrannt. Da schauen wir gleich mal vorbei, ob der was hat fallen lassen. Nö, sieht nicht so aus. So, wupp. Wupp, wupp. Ah ja, okay, die Schweine werden wir uns holen. Das sollte nämlich kein Problem sein. So. Und komm hier in die Attacke. Jawohl. Das können wir nämlich ohne Probleme verarbeiten. Das Rindfleisch, wenn der Nachfolger hier auch auf der 1.8 spielt und nicht 1.8.1, dann könnte es sein, dass der damit Probleme kriegt. Deswegen will ich hier sicherheitshalber vorsichtig sein. Und aha, da hinten haben wir ein Holzhaus. Okay. Das scheint dann unter Umständen das Starthaus gewesen zu sein. Das sieht mir nämlich so nach Notunterkunft aus. Ganz einfach gebaut. Ja, einfacher Holzklotz, Tür dran. Ja. Das sieht mir nach Starthaus aus. So, dann schauen wir mal ein bisschen so hier in die Richtung, so am Rand der Wüste weiter. Da hinten sieht der Berg sieht ja auch interessant aus. Achso, habe ich überhaupt eine Werkkiste?
Habe ich nicht dabei. Haha. Oh, ich würde sagen, dann mache ich mir hier schnell eine. Zack, zack, zack. Damit ich nämlich für den Fall der Fälle was dabei habe. Und so, dann werden wir hier mal noch ein bisschen Holz holen. Kleine Bäume weghacken. Ja. So wie das auf fast allen Servern die Regel ist. Und nicht umsonst wird diese Regel erlassen, dass man da keine großen Bäume wegholzt und da was stehen lässt. So, da haben wir schon die Sache, dass die Axt weg ist. So, ich hole hier noch den Restholz raus nach der Chuck Norris-Methode. Und dann packe ich mir hier meine Werkbank hin. So, und da mache ich mir eine neue Steinaxt. So. Sticks, so. Holz lassen wir noch übrig. Zack und zack, zack. Können wir gleich hier ein bisschen Cobblestone. Und machen wir mal zwei. Dass wir da auf jeden Fall genug haben. Saplings haben wir hier schon auch wieder. Das ist Schweinefleisch, das ist Steak. So. Nehmen wir das alles wieder mit. So. Und zack, sammeln hier die Saplings ein. Damit wir nämlich hier gleich wieder aufforsten können. Ja. Dass wir hier einen schönen Wald haben. So, ein paar nehmen wir noch. Oh, da hinten die Steilwand. Die gefällt mir. Die sehe ich mir mal näher an. Dann ist hier noch ein Baum. Noch ein. Und noch ein. So, hier haben wir Wasser. Kürbis, sehr schön. Den nehmen wir mit. Für meine obligatorische Kürbislaterne, die ich ja eigentlich in jeder Behausung drin habe. Und upsala. Ja, eine schöne Bucht hier unten. Das hat doch mal was. So, und da können wir sogar noch ein bisschen Kohle aus der Wand holen. Da ist auch noch Kohle. Auch schön. So, dann werden wir uns hier mal was Kleines bauen. Dass wir hier einfach noch einen zusätzlichen Stützpunkt haben in dieser Welt, von dem aus man dann weiter entdecken kann. So, komm her, hier, alles muss raus, Schlussverkauf. So, no, haben wir es hier. Setzen wir mal eine Fackel rein, damit man das vielleicht später noch als kleinen Unterschlupf nutzen kann. Jo, und dann denke ich mal, werde ich hier die Wand hochgehen. Oh, da hinten ist auch noch ein schöner Berg. Okay. So, ich denke mal, ich brauche erstmal noch ein paar Leitern. Mit denen da werde ich nicht weit kommen. So, Stickies. Jawohl, haben wir hier. Na, ob mich das so viel weiterbringt, wage ich zu bezweifeln. So. Aber es geht genau auf und dann schauen wir mal, ob ich damit hier diese Steilwand hochkomme. Zack, zack, zack. Jawohl, habe ich mir die richtige Ecke ausgesucht. Na, das reicht nicht ganz. Ja, okay, das war knapp. Ich gebe es zu. Wo ist denn jetzt die Workbench? Da ist sie. So, sehen wir mal zu, dass sich das hier wieder regeneriert.
Während ich hier mal noch ein paar Sticks mache. 40. Ja, allzu viele Leitern werden wir da nicht mehr brauchen. Müssen wir eigentlich. Fast hinkommen. So, die behalten wir mal übrig. Zack, 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 zack. Okay. So, zack, hier unten. Fackel hin, damit das als Orientierungspunkt erkannt wird. So, dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt nach oben kommen. Zack, 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 zack. Das reicht schon. Shit. Okay. Ja, muss auch mal sein. So. Zack, 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 zack. So, ja, mitnehmen. Kann ich, brauche ich hier ja nichts. Sondern muss jetzt nur wieder den Weg finden. Zack, zack. Und ich glaube, ich kann mal rennen. Ja. So. Lauf, Forest, lauf. So, das war doch die Richtung. Bin ich der Meinung? Jawohl, ich glaube, das ist hier schon einer der Bäume, die ich gepflanzt habe. Jawohl, hier sind die Bäume, die ich gepflanzt habe. Komm schon, Junge, renn! Jawohl, da ist sie. Die Wand mit meiner Leiter. So, und da müsste ich ja meinen ganzen Krempel wiederfinden. Schön, dass ich nicht in der Nacht gestorben bin, sage ich mal. Mal sehen, wie weit ich mein Zeug da verstreut habe. So, zack, 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 so. Sieht fast so aus, da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Okay, müssen wir wieder ein bisschen aufräumen, beziehungsweise mir hier auch dann erstmal wieder die Werkbank hinstellen. So, was hatten wir? Schade, das Schwert ist beide draufgegangen, aber da können wir uns ein neues machen. Pickaxe haben wir hier. Zack, Holz, wenn wir noch. Nochmal Sticks machen müssen. So, so, so. So. So, so. Und damit sollten wir jetzt aber nach oben kommen. 6 Leitern, allzu viel, ja, fehlte da ja nicht mehr. Hübbelihüpf und auf geht's. Es wird auch dunkel, das heißt, ich werde da oben Fackeln setzen müssen. Damit ich hier in der Nacht keine bösen Überraschungen erlebe. Jawohl. Und, ach ja, ein schöner Sonnenuntergang. Zack, wo haben wir die Fackeln? Da haben wir die Fackeln. Zack, zack. So. Ja, das ist doch mal was Hübsches. Sich hier eine Hütte zu bauen, ne? Diese Aussicht.
Halleluja. So, ich werde dann. Ach, da haben wir ja doch das Schwert. Haben wir eine Schaufel? Wieso habe ich keine Schaufel? Ist die etwa unten liegen geblieben? Nee, da ist sie doch. Mein Gott. Ach, was bin ich verpeilt? So. Aber wenn so viele andere Let's Player verpeilt sind, sogar die größten, dann darf ich das auch sein. So, ich werde jetzt hier oben erstmal ein bisschen einebnen, damit ich auch einfach hier eine etwas größere, besser geformte Fläche zur Verfügung habe. Nicht allzu viel, weil allzu groß soll die Hause hier oben ja nicht werden. Aber ein schönes Plateau hier hingebaut. Blümelein. Erde, die ich hier abbaue, nutze ich dann gleich, um andere Stellen wieder ein bisschen aufzubauen. Das, was ich also an anderen Stellen aufschütten kann. So, damit ich hier einfach. Große Fläche habe, zum Beispiel hier eben sowas. Zack, die Blume da. Zack, nehmen wir noch mit. Und damit eben hier keine Monster hochkommen können, damit die halt eben auch so eine unüberwindliche Grenze oder Schwelle hier haben, wo sie einfach nicht hoch können. So. So. Ja, den hier werden wir uns auch noch hochziehen. Dafür ist ja genug da. So. Zack. So. Hier den Rest weggraben. So. Dann zack. Kann man hier das einsammeln. So. Die anderen Tastenkombinationen drin. So. Okay. So. 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 Okay, müssen wir hier. Ach, das ist der Haken. Ich habe nämlich das Schleichen. Also das, damit man hier nicht runterplumpst. Normalerweise auf einer anderen Taste, weil die Shift-Taste bei meiner Tastatur ein bisschen klemmt. So. Aber mit ein bisschen Gefühl kriegt man das hier alles hin. So. Na komm schon, zack. Den da auch noch, dass ich eine schöne steile Außenwand habe. Die Kante dann auch ein bisschen unregelmäßig ist, das macht nichts. So. Im Gegenteil, das ist sogar ein bisschen reizvoll, sage ich mal, wenn das hier oben nicht so gleichmäßig geformt ist, natürlich. So, so, so. Zack. Oh, da unten zwei Endermänner. Die wollen wir mal nicht stören. Sonst beamen die sich noch hier rauf. So, zack, da Fackel hin. Haben wir noch Erde dabei? Ja, wir haben noch Erde dabei. So. So. Hier haben wir. Zack.
Zack. So. Jo, da haben wir hier oben schon mal einen schönen Bauplatz und Schweinefleisch, das lassen wir mal. Deswegen habe ich ja hier das Dingens. Und nam 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 nam. Ja, sind wir wieder vollständig da. So, dann können wir mal hier den Streifen möchte ich eigentlich breiter haben. Ja, da haben wir dafür. So, hier ein bisschen vorsichtig. Wie die Igel bei der Vermehrung. Das sollte aber zu hoffen sein, dass wir das hier ein bisschen breiter kriegen. Nämlich da, 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 da. Dann da, da. Das hochziehen hier. Zack, zack. Zack, zack. Ja, das kriegen wir hin. Dass wir nämlich hier nicht so eine ganz schmale Zunge haben. Also, Landzunge meine ich. Ne? Nicht hier sonst was. Und ja, ich ziehe hier einfach erstmal die Außenwand nur hoch. Denn ich werde später mit Sicherheit hier oben noch Erde ausschachten, wenn ich also einen Keller oder sowas baue. Ja, dann kriege ich wieder Erde zusammen, um das hier dann aufzufüllen. Zack, 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 zack. 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 So. Jawohl, und es wird wunderbarerweise wieder Tag. Ja, da habe ich keine mehr dabei, aber mit Cobblestone kann ich jetzt hier arbeiten. Und zwar, eigentlich müsste ich die... Entschuldigt mich mal kurz. Ich konfiguriere mal die Tastatur. So, da sind wir wieder. Jetzt sollte ich auch, jawohl, wie gewohnt, sneaken können. Und ja, die Sonne geht auf, die Welt baut sich auf. Ja. So, hier sagte ich, brauche ich ja noch Erde. Jetzt mal gucken, wo ich hier meine... Ist das ein Abgrund? Hier habe ich meine Leiter. Deswegen werde ich hier anfangen, so mir den Zugang zu bauen. Zack, zack, zack. No. So, und dann geht's hier, kommen diese berüchtigten hängenden Zinnen, wie man sie halt vor allen Dingen von Let's Rock Minecraft kennt. Das dürfte ja das prominenteste Beispiel sein, wo das verwendet wird. Denn wenn ich hier oben also meine Behausung hinbaue, so, dann kommt, das wird eine Ecke, da wird sie diagonal. Da brauche ich dann einen Zusatzblock. Da werde ich dann Erde nehmen oder halt Wolle. Ach, ein Bettchen wäre hier oben ja auch nicht verkehrt. Und sich erstmal die Kiste hinstellen. No. Beziehungsweise die Werkbank. So. Kann ich mir nämlich hier schon mal ein Bettchen bauen. Das ist immer sinnvoll. So, pack mir das auch gleich hier hin. So, dann machen wir hier lang weiter mit den hängenden Zinnen. So, so. So, da kommt dann wieder eine auf die Diagonale. Hier kommt eine hin. Da kommt hier eine hin. Dann kommt hier. Hier eine hin. Ja. Das war halbwegs sauber. Abstand haben. Ja, okay. Müsste eigentlich hier auch nochmal
Eigentlich müsste der hier auf die Diagonale. Das haben wir. Da haben wir Mist gebaut. Macht aber nichts. Lässt sich ja alles korrigieren. halt hier auf die Diagonale. Das heißt, es kommt hier eine hin. Da eine hin. Oh, das geht ja erfreulicherweise gut auf, dafür, dass ich das hier so zufällig gebaut habe. Hier kommt wieder einer auf die Diagonale. Das heißt, hier kommt eine hin. Hier kommt eine hin. Dann kommt hier eine hin. Und hier, hier könnten wir eigentlich noch mit Erde auffüllen. Beziehungsweise, ich hole mir einfach mal ein bisschen, damit ich hier die Diagonalen setzen kann. So. Damit wir das nämlich dann auch mal kriegen. Damit das dann auch richtig aussieht. So wenigstens in der Zwischenphase. Da bin ich beim Bauen schon ein bisschen drauf angewiesen. Dass also so, dann so eine Zwischenpunkte hier auch richtig da sind, weil einerseits vergesse ich die unter Umständen gerne. Habe ich mich dann immer im Verdacht. Andererseits hat man dann eben einfach den Punkt hier fertig. Und ich werde nochmal gleich was für meine Stimme tun, ehe die hier nochmal wegbricht. So. Männchen. Entschuldigung. So, weiter geht's. Hier können wir hin. Das heißt, es kommt dann hier eine hin. Hier müssten wir wieder auf die Diagonale. So. Ups, das ist ein bisschen. So, dann müssten wir nämlich hier hin. Und hier hin. Ja. So, dann kann ich auch hier vorne dann schon mal die Diagonale setzen. Zack. Zack. Und zack. So, dann kommt dahin einer. Dann wäre wieder einer auf der Diagonalen. Ups, der ist ja zu tief. Schade. Macht nichts. Lässt sich ja alles korrigieren. So, ich habe hier einfach. Habe ich Steinschaufel. War nicht noch dabei. Zack. So, machen wir uns hier einfach noch zwei Steinschaufeln, dass wir hier noch ein bisschen Erde weghauen können. Das heißt, eigentlich sollte ich die ja von da unten auch holen können. Ja, jetzt komme ich hier auch heile runter. Ist zwar ein schönes Stück, die Leiter runter, aber okay. Na? So, dann muss ich hier auch gleich die Fackel einsammeln. Ich ziehe hier mal so ein Stück Erde weg. Dass das auch hier nochmal so ein Plateau gibt. Kann ich alles oben nochmal verbauen, verwenden, um Sachen auszugleichen, um mein Plateau da oben richtig zu bauen. So. Zack, 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 zack. Das hier haben wir und hier haben wir auch nochmal ein bisschen weg. Platz haben. So. Und schon haben wir wieder Erde hier, mit der wir hier zum Beispiel dann auffüllen können. So. Dann können wir hier das so weit machen, dass wir hier eine Grundfläche haben für ein kleines
ja, Leiterhaus, ein Treppenhaus kann es ja nicht werden, weil es keine Treppe ist. No, mangels Treppe. So. So. Dann haben wir es doch hier schon mal ganz gut getroffen. No. So. Klatschen wir hier auch gleich mal ein Schild dran. So. Dutchman's Bergfeste. So. Na? Ja, das sieht doch schon mal ganz interessant aus. Leiter haben wir ja noch eine übrig. Na, setzen wir doch dann gleich mal hier unten richtig ran und kraxeln wir wieder hoch. Setzen wir uns hier Fackeln. Vielleicht auch noch so eine oder zwei an die Seite. Moment mal, das ist doch, wenn ich hier Umschalttaste, jawohl, dann bleibe ich auf der Höhe und kann hier zack Fackel hinsetzen, dann geht's weiter. Hier nochmal eine hin. Und dann hier oben eine rechts, eine links. Jo. Na, schwuppliwupp. Ja. So, dann habe ich jetzt nämlich auch hier genug Erde, hoffe ich jedenfalls, um das hier aufzufüllen. Zumindest den Rand. Ich da später immer noch was rausholen kann, ist ja keine Affäre. Jo, das sieht gut aus. Hier noch ein Block, um zum Beispiel eben jetzt hier noch die Diagonale hinzukriegen. Aber hier geht das erstmal so normal weiter. Zack. Zack. Och, das sieht ja fast so aus, als ob wir da hinkommen. Ja, hier haben wir nur noch kleine Unregelmäßigkeit. Aber dafür, dass ich das so rein zufällig und ohne Plan ausgebüxt habe, passt das doch. Da haben wir noch drei. Na, zack. 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 So, schauen wir mal, wo wir uns hier noch Erde rausholen. Das war das Auffüllen. Ja, und dann würde im Prinzip, zack, mit Cobblestone das hier oben lang gebaut werden. Zack, 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 zack. Zack, zack. So, und dann hier würde ich mal sagen, komplett rum. Greifen wir hier den zweiten Stack an. Lass die Morgensonne endlich untergehen. Ich weiß nicht, von wem das Lied ist, aber es ist eine schöne tiefe Stimme, die das singt. So, hier müssen wir ein bisschen uns mal was ja, ausgucken. Zack, machen wir es mal so rum. Zack, hier so, so. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Zack, zack. So rum. Zack, 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 zack. Und dann haben wir hier schon schön Mauer drumrum. Und zack. Und ja, soll ja eigentlich eins überstehen. Ja, kann man so lassen. So, dann bietet sich der Teil hier von der Breite her ja eigentlich an, um sich hier
ein Haus zu bauen. Ich habe allerdings nicht mehr allzu viel Material. Da müsste man mal wieder auf die Suche gehen. Aber als Zeichen meiner Inbesitznahme hier, zack, die obligatorische Kürbislaterne, die wir noch irgendwo hinsetzen sollten, können, müssen. So, Baum können wir uns hier oben auch noch pflanzen. Ja, dass hier auch was wächst und man sich im Zweifelsfall und im Notfall ein bisschen Holz holen kann. Und ich hau mich hier einfach nochmal aufs Ohr. So, dann werden wir heute nochmal zurücktoben. Ja, da brennen die Monster. Können wir noch ein bisschen Sachen einsammeln. Natürlich aufpassen. Dass wir hier nichts einsammeln. Beziehungsweise dann nicht nichts übrig behalten, was nicht zur 1.8 gehört. Ja, dass das also nachher weitergespielt werden kann. So, ich setze mir mal hier noch eine Fackelmarkierung. Oder habe ich Gravel dabei für den Wegebau? Nö. Jetzt über die Strecke auch einen Weg zu bauen, das wäre ein bisschen viel. Oho, Creeper. Komm her, Bursche. Zack. Na? So, der ist weg. Und du kriegst auch gleich dein Fett. So. Haben wir hier noch was? Hier haben wir nix. Was der hat droppen lassen, der hat leider auch nix. So Schießpulver oder ähnliches fallen lassen. So, dann rennen wir mal. Ist eigentlich ganz gut zu finden, der Weg, denke ich mal. So, beim Rennen hier möglichst auf einer Ebene bleiben. Ach so, Sand sollten wir vielleicht abbauen, damit wir hier Glas machen können. Das werden wir ja brauchen. Ein paar Fenster möchte ich mir da schon reinhauen. Ich werde allerdings normale Glasblöcke als Fenster einbauen, keine Glasscheiben. Sicherheitshalber einfach, um die Kompatibilität zu wahren. Nicht, dass die Welt nachher bei einem anderen nicht funktioniert, der sie dann mit der 1.8 spielt. So, und Sandstein. Auch eine nette Sache daraus. Genau, den werden wir auch mit abbauen. Daraus kann man sich nämlich einen schönen Fußboden machen, der recht edel dann aussieht. Natürlich je nach Texturenpack, das man verwendet. Das ist normaler Sand. Okay. Zack, hauen wir den hier auch nochmal weg. Zu liegen. Zack. Ach, da können wir eigentlich gleich das ganze Material, auch was wir hier am Cobblestones brauchen, hier aus der Ecke rausholen. Ja. Ehe wir da nochmal zur Hütte zurückrennen. Wird hier einfach mal ein bisschen Rohstoff gefarmt. Alles muss raus, alles muss weg. Oh, was haben wir hier? Sogar ein bisschen Gravel. Der ist doch schön. Den nehmen wir doch auch gleich mal mit. Und
Wir brauchen hier die Schaufel. Wir haben noch eine dabei. Sehr schön. Brauchen wir auch nicht die Materialien angreifen, die wir in der Truhe zu liegen haben. Na, dass da dann auch andere das Zeug nutzen können. Ups. So. Hier schön alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest ist. So. Zack und okay. Hauen wir uns hier einen Weg noch raus. So, ja, schauen wir doch mal, wie weit wir damit kommen. Ja. So, ach ja, Holz, Axt haben wir noch eine dabei. Da macht sich das doch auch gleich bezahlt, dass wir hier Bäume angepflanzt haben. Hehe, die hauen wir nämlich gleich wieder weg. Denn Holz braucht man ja immer, sehr begehrter und viel benutzter Baustoff für alles Mögliche. So. War also gut, dass ich hier auf dem Hinweg die Bäume angepflanzt habe. So. Dann kann ich mir von da oben vom Hang noch welche runterholen. Während hinten jetzt die Seeds fallen. Ja, die sammle ich dann auch ein, pflanze sie wieder an. Natürlich, so wie sich das gehört. So. Komm raus hier. Ach, das ist ein bisschen größerer Baum, aber er ist nicht zu groß. Hoffe ich jedenfalls, dass ich da überall noch mit der Axt rankomme. Um die Sachen hier rauszuklopfen. Ja, ein bisschen. Zack, 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 zack. Sand. So, und. Jawohl, da haben wir's. Und dann geht's da lang weiter. Da ist noch was. Das wird mal ein bisschen dünn. Aber der müsste hier jetzt auch abbauen. Sehr schön. So, dann sammeln wir die Seeds ein. Wo sind jetzt noch die anderen? Die müssten noch hier unten auch noch rumfliegen. Jawohl, da haben wir noch was. Der hier, okay. Wie, haben wir hier nicht noch mehr? Okay, dann klopfen wir die hier auch gleich mal wieder in die Erde, dass wir hier schön Holznachschub haben, wenn wir ihn dann später brauchen sollten. So, und jetzt müssten da oben an der Ecke auch noch weitere Seeds gefallen sein. Jawohl, da haben wir schon den ersten und hier liegt ja, jawohl, auch so einiges schon rum. So. Das hier nehmen wir mit. Zack, zack, zack. Und ja, der Tag neigt sich dann auch dem Ende zu. Ups. Aber ich werde hier einfach nochmal weiter Holz wegklopfen. Solange die Sonne noch da ist. So. Oh, Kohle, auch schön. Nehmen wir auch gleich mit. Nichts schaden. Ja, dass wir hier dann auch gleich ein bisschen Cobblestone mit abbauen, den können wir ja auch gebrauchen für unsere Bergfestung. So. Oder dann eben auch, um Werkzeuge draus zu machen. Auch wenn ich dafür eigentlich lieber Metall nehme.
mal gut. So. Oh, schön viel Kohle aber hier gefunden. Muss man mal ehrlich sagen. So, dann habe ich hier noch Schaufel. Genau. Zack. Die nehmen wir jetzt und buddeln uns hier frei. So, da haben wir noch Kohle und zack, zack, zack. So, dann sieht das hier doch fast aus wie eine Creeper-Explosion. Zack, Baum nachgepflanzt, zack, Baum nachgepflanzt. Und da haben wir noch mehr Kohle. Ist erfreulich. Ah ja, okay, jetzt ist hier die. Zack, so, greifen wir uns gleich die zweite. Und jetzt nicht mehr viel übrig. Okay. Der wird da nicht wachsen. So, hier kann noch einer hin. Ja, so langsam geht dann auch die Sonne unter. Auch das sieht aber schön aus schon. Muss ich mal sagen. So. So, zack, hier noch einer hin. Zack, zack, zack. Und dann, upsala, hier hoch und dahin noch eine Fackel, damit das hier schön symmetrisch dann auch ausgeleuchtet ist, der Aufstieg. So. Auf geht's nach oben. So, ja. Na, und dann können wir hier aber Sand, Sand, Sandstein. Daraus werden wir uns dann erstmal Slabs machen. Die werde ich hier nutzen, um den Boden zu bedecken. Dann haben wir hier noch bisschen Cobblestone. Na, jawohl. Ja, wenn ich jetzt hier die Erde weggrabe, die muss ich natürlich durch Cobblestone ersetzen. Zumindest die Lage, die äußere. Ich mache einfach mal, ups, hier jeden weg. Auch wenn die ja teilweise durch andere Cobblestones verdeckt sind, durch die hängenden Zinnen. Aber ich kann dann hier nämlich einfach die Erde mir holen und benutzen, um hier das dann aufzufüllen. Na. So hat eben alles sein Gutes, seinen Zweck. Zack, zack, so. Jo, und genau, das wird hier dann eher hier so ein Langhaus. Was ich mir hier hinbaue. So, und dann haben wir hier auch schon wieder Erde, um das hier aufzufüllen. So. Okay, ein bisschen brauchen wir noch. Aber ich kann mir hier auch schon. Tschak, tschak, tschak. Neun Cobblestones. So, kann mir hier auch schon. Ah, ich hätte ja auch den Gravel nehmen können. Ofen bauen. Und dann kann ich hier schon mal ein bisschen Kohle reinpacken. Und Sand schmelzen. Ja. Ist ja auch eine wichtige Sache. Glas habe ich hier ja noch. Okay. Sandstein, Sand. Okay. Ja, dann. Ja, hier den Gravel zu nutzen, das wäre eine interessante Sache, weil davon habe ich erstmal ein bisschen was. Und es gibt einfach nachher unten in der Felswand auch einfach einen Kontrast. Ja, und
Ich brauche aber erstmal noch Werkzeug, nämlich eine Spitzhacke, um jetzt den Dings wieder wegzukriegen. So, machen wir uns wieder mal ein bisschen ja, Holz. Erstmal und ein bisschen Stickies wieder. So. Zack, 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 zack. Und jawohl, zwei Steinspitzhacken. Ach du Grüne. Nein, okay, nehmen wir erstmal eine Holzspitzhacke, damit wir uns hier Cobblestone erhacken können. Ach ja, Ressourcenmanagement ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr oder sowas. Sagt man normalerweise über Bescheidenheit. Aber egal. Die Holzspitzhacke werden wir hier einfach mal gnadenlos dazu verwenden, hier den Cobblestone rauszuholen, den ich hier zu viel reingesetzt habe. Das wird einfach nachher durch Gravel ersetzt. Und dann kommt dann Sandsteinboden drüber. Und den Cobblestone habe ich dann nämlich hier weiter zur Verfügung, um Wände zu bauen. Ja, so. So, zack, zack, zack und so, dann geht's hier weiter mit der Schaufel. So, haben wir auch gleich noch mal ein bisschen Erde. So, und so, dann kann ich nämlich hier zack, 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 mir einen schönen Sandsteinboden hinsetzen. Zack, Fackel hier rauf, Fackel darauf, damit das schön ausgeleuchtet ist. So. Jo, das hier lassen wir uns mal so als Vorplatz. Dann zack, Cobblestone. Kommen hier die Eckpfeiler hin. So. Und jo, das machen wir so. Wir brauchen nicht ganz so panoramaartige Fenster. Allzu viel Glas habe ich hier ja momentan erstmal nicht. Ja. Das wird also ja, so ein Dreierfenster auf jeder Seite dann, das passt. So, ich müsste jetzt ja auch hier genau Glas im Ofen haben, beziehungsweise aus dem Ofen rausnehmen können. Ups, da geht die Fackel weg. So runterplumpsen. Ich muss nicht allem hinterherrennen. So, hier kommt wieder ein Dreierfenster hin. So. So. Ja, das gibt doch schon mal einen schönen Raum, zum Beispiel ein schönes Schlafzimmer. Na, kann man sich hier das Bett. Natürlich mit einer Fünferbreite, passend eigentlich für ein Einzelbett. Dann machen wir es mal doch noch ein bisschen anders. Uah. So, machen wir hier nämlich Viererfenster hin. So. Zack, zack und zack, zack. Dann. So. Ja, kann man nämlich hier Sand, Sandstein,
hier gleich einen Raumteiler quasi reinsetzen. Aus Sandstein. So. Ja, und dann passt das auch genau für eine Tür. Na, für eine Einsertür. Zack, die wir dann hier reinsetzen können. Das nimmt auch langsam Form an hier. Stück für Stück. Kommen wir hier voran. So. Wieso? Ach, das ist ja nur eine halbe. ja. Klopfen wir den mal weg. Und den auch. Ach, ist das immer die Sache mit den halben Böden hier. Dass man da nichts direkt aufsetzen kann. Zum Beispiel eben keine Türen. So. Aber man kann sich ja was einfallen lassen. Und zack. Zack. Ah, haben wir nämlich hier gleich eine schöne Stufe. So, dann können wir das Bett abholen. Haben wir noch, ja, wir haben sogar noch Wolle, um ein richtig schönes Doppelbett zu bauen. Das werden wir dann gleich dahin platzieren. Zack. Fußabtreter werden wir uns da auch gleich machen. Das wird ja später ja innen sein, auch im Gebäude. Das heißt, ich kann hier ohne Bedenken das so hinsetzen und ja, da ein Bett. Ja, das ist wieder die Sache mit dem halben Fußboden. Ich lerne es nie. Habe ich mich manchmal im Verdacht. So, und setzen wir es einfach mal. Ja, so zum Fenster. Zack und zack. Okay, das sieht so aus, als ob ich die Betten später benutzen könnte. So, Zeit zum Essen ist es noch nicht. Das Steak, das bringt mir hier glatt 3 oder 4 Keulen. Aber komm, jetzt noch einmal nur noch 2. Ich brauche doch 3, um eine Steinachse zu machen, Steindings zu machen. Dann nehme ich hier einfach mal einen Kobbel. Ah! Ja, okay. Nehme ich hier einfach mal einen Cobblestone weg. So, dann kann ich mir nämlich eine Steinaxt machen, Steinhacke machen. So, die Saplings packen wir uns auch hin. Die werden wir da unten mal kräftig einpflanzen. Und dann geht's wieder nach unten. Es ist ja heller, lichter Tag. Und dann werden wir mal kräftig Cobblestone uns holen und Sandstein und andere Baumaterialien. Und zwischendurch hier noch zack, Bäume pflanzen. So, da hinten war ja die Ecke, da war ja auch noch Kohle zu holen. Wieso habe ich hier jetzt nicht die Axt im Griff? Das wäre doch eine Maßnahme. So, hier hatten wir doch noch... Ach, sehr schön. Okay, jo, klopfen wir mal hier Steine. Auch wenn das jetzt ein bisschen dauert, gerade mit der Holzaxt, machen wir das einfach mal, den Cobblestone und wahrscheinlich später auch noch Schönstein. Werde ich ja mehr als genug verwenden, denke ich mal. So, 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 hier alles weg. Erde kann ich mir ja dann auch noch rausholen. Die brauche ich ja auch noch. Ja, so, jetzt haben wir hier die
Spitzhacke weg und zack, da ist er. So, dann kann ich mir hier so, da haben wir hier auch einen schönen Steinbruch. Ja, damit das auch so richtig aussieht, dass ich mir hier das Material aus dem Berg rausklopfe. Wobei eigentlich Cobblestone immer mehr als genug hat. Aber ich habe hier einfach mal eine schöne Stelle, um mir den hier rauszuklopfen. Dann nutzen wir das einfach mal. Und für später entsteht hier halt einfach eine schöne Höhle, ein schöner Überhang, wo wir dann auch die Monster spawnen können. Na, ist dann auch für spätere Spieler was, die dann wissen, okay, hier wartet das Abenteuer auf sie. Ja. So, Metall wäre eigentlich nicht verkehrt. Könnte man sich natürlich noch aus dem anderen Haus holen. So, genau, Cobblestone, daraus werde ich mir dann auch das Dach bauen. Für die Hütte. Wie viel haben wir? Ja, soll erstmal reichen. Ja, und ja, unten das Leiterhaus. Sehen, ob und was wir da noch machen. Ich glaube, ich werde das hier einfach mal gnadenlos ausnutzen, dass ich hier nicht auf eine Viertelstunde beschränkt bin. Ja, wenn schon, denn schon. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, dann hatten wir hier noch Cobblestone rausgenommen. Den packen wir mal. Wieso habe ich denn da zwei Steinäxte? Um Gottes Willen, ey. Ach ja, Werkzeug machen, ne? So. Das sieht hier doch mal schön aus. Ach so, genau. Dann kann ich mir doch hier gleich das Restglas rausholen und ein bisschen Cobblestone zu Schönstein brennen. So, mit dem kann man ja auch ganz reizvolle Sachen machen. So, dann kann ich erstmal mir hier die Dings abholen und ja, die machen wir hier hin. Daneben kommt dann der Ofen. Das heißt, ich habe hier dann auch Grund, da einen richtigen Sandstein hinzusetzen. Ups, einer der letzten, die ich habe. Dann machen wir das hier einfach mal, indem ich da so einen raufsetze. Und hier kommt dann eine Doppeltruhe hin. Dass ich hier also dann auf beiden Seiten einfach mal das auch symmetrisch habe, so von der Ausstattung her. So, dann brauchen wir noch ein bisschen zack, Holz. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, um uns da zwei Truhen hinzusetzen, beziehungsweise zack, zack, eine Doppeltruhe. Dann haben wir hier auch wieder 1, 2, 3, 4 Glas machen. Jawohl, und dann passt das schön mit der Front. 3, 4 Glas. Na, jo, und dann können wir hier drüber nämlich das Dach ziehen. Da sollten wir dann zack hier uns Stone Stairs machen. Davon werden wir eine Reihe brauchen. Und Stone Slabs. Weiß ich nicht, mache ein Pyramidendach oder mache ich noch halbwegs ein Giebeldach, ein normales? Mm-hmm.
Ich werde mir auf jeden Fall eine Holzdecke reinziehen. Mit Wooden Slabs. Dann haben wir hier die Kanten, Treppen und normalen Cobblestone. Schauen wir mal, was ich damit zustande bringe. So, zack. Zack. Das wäre hier. Wie machen wir den Giebel? Ich möchte es ungerade haben. Das heißt, ich lege den Giebel so lang an. Und. Ach ja, doch, mit dem Überlappen kann man dann auch machen. Das wird auch nochmal nett. Das wird vor allen Dingen eine richtig nette Bastelei. So. Machen wir hier erstmal die ersten Schritte. So, das soll natürlich auch hier eins rüberstehen. Jo. Und hier eins rüberstehen. Damit sehen Dächer einfach besser aus. So. Dann kann ich nämlich hier, zack, zack, schon mal die Holzdecke dazwischen ziehen. So. Muss mir aufpassen, dass ich die dann auch mit einer Beleuchtung versehe, aber. Dafür habe ich ja auch hier Glowstone dabei, den ich in die Decke reinsetzen kann. Okay, das passt aber, weil hier Glowstone zwei Stück, denke ich mal. Mal hier rein und zack, einmal da rein. Na, die sollten das hier schön beleuchten und damit zack, habe ich nur eine Wooden Slab übrig, weil ich nur eine brauche. Ha! Ich Scherzkeks. So. Zack. Zack, so, dann geht's hier weiter. Ach. Eigentlich könnte man es ja, ups, andeuten. Nur, also ein sogenanntes Krüppeldach machen, wo ich also eben nur teilweise hier so eine Dachschräge habe, weil ich natürlich jetzt wieder knapp bin an. Ihr seht's ja. Mal gucken, was man sich da noch einfallen lässt. Was können wir hier machen? Ach, da kann ich mal. Hier kann ich mal Holz hinsetzen. So über die Tür. Wäre natürlich jetzt interessant, hier auch noch einen richtigen Dachboden zu machen. Das Dach dürfte ja hoch genug werden. Und, huch, wieso gehe ich denn hier bis hier? Weil ich über das Fenster noch rübergehe.
Mal schauen. Zack. Und genau, Glas habe ich hier dabei. So. Und so. Und so, 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 so. So, Söderle und Söderle. Kann man nämlich hier auch zack, dazu die letzten beiden hier zu verbauen. So. So, dann schwupp, machen wir uns noch eine Tür. Zack, 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 zack. Hier müssen wir inzwischen auch ein bisschen Schönstein haben, dass wir uns da Dingelskirchen machen können. Ach, den Ofen können wir auch gleich mal ausräumen und umsetzen. Dann haben wir den auch schon drin. Erst wenn wir die Tür gesetzt haben. Okay, überzeugt. Ach ja, so. Zack, Tür. Na, tritt ein, bring Glück herein. Ach ja, und jetzt ist es auch an der Zeit, nochmal ein Steak zu essen. Yam, 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 yam. Ja. So, genau, hier in die Truhe kann ich doch schon Sachen reinschmeißen, wie die Knochen. Ja, Schere, zack. Gunpowder, Blumen, Sand. Wenn wir auch erstmal nicht brauchen. Den Glowstone, den Wassereimer. So. Genau. Na, jetzt kann ich doch hier, zack, die Kohle auch rausnehmen. Den Ofen abbauen. Und wenn es Tag wird, mache ich mich wieder auf die Suche nach Cobblestone. Ich glaube aber, jetzt werde ich mal zwei, drei Stacks aus dem Starthaus holen. Beziehungsweise, wo ist er? Wo ist der Ofen? Gibt's doch nicht, dass ich den. Na egal. Zack, 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 zack. Wir haben wir brauchen. Drei Pressure Plates. So. Denn da kann natürlich keine hin. Okay. Da kann natürlich auch keine hin. Ich lerne es nie, dass man auf die halben Dinger keine Pressure Plates setzen kann. Aber hier haben wir Grund und Boden. Da kann er drauf. Ziehen wir einfach mal als Kontrast. Da war die Leiter weg. Die werden wir nachher wieder hinsetzen müssen. Sonst kommen wir hier nicht rein. So, aber zack, hier gehört eine hin und zack, zack. Da kommt was hin. Da kommt was hin. Dann, so, müssen wir uns nochmal. Ich mag ja dieses Bauen auf Halbebenen, aber irgendwie ist es doch kompliziert. Ach so, zack, 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 zack. Dann bauen wir uns hier noch den Ofen, damit wir hier auch die Einrichtung vollständig haben. So, zack, kommt da gleich die Kohle rein. Und eigentlich sollte man ja. Das heißt, jetzt kann ich doch hier. Zack, genau, jetzt geht das. Wisst ihr was? Ich will es hier einfach bequem haben mit den Türen. So. Ja. So, zack, Leiter. Eine brauchen wir ja noch wieder. Weil wir ja hier, schwuppdiwupp,
Zack. So. Ach ja, es läuft noch allerhand Viechzeug rum. Aber... sammeln kann. So, und dann wollen wir uns mal ein bisschen sputen. Zurückkommen, denn ich will einfach Material holen, denn ich will die Hütte doch schon fertig abliefern, ganz einfach, ne? Macht einfach einen besseren Eindruck. Ups, sassa, ja. ja, aber schöne Stolperfalle gebaut. Für alle möglichen. So, und... Ach, Kakaoschaf haben wir... Schere haben wir natürlich nicht dabei. Egal. Einfach durch. Ich habe momentan einfach andere Prioritäten. So, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und hier hochgehübbelt. Denn da müssten eigentlich Cobblestones rumliegen. Ah, komm schon hier. Hüpf, hüpf, hüpf. Irgendwo in den Kisten müssen wir da noch was haben. Zack, zack, komm hier, zack, durch. Und so, schwupp, ich will hier runter. Na, ach nee, ey. So. Ach, da haben wir jede Menge Brote, Gravel. Gravel werde ich mir mal noch ein Stack mitnehmen. Ne, die Diamanten lasse ich mal. Brauchen wir nicht. Die ist leer. Pistons, Glowstone. Ne, den will ich eigentlich nicht nehmen. Hier, den Cobblestone nehme ich mit, das bisschen. Okay, zwei Eisen. Dass wir uns da notfalls noch ein bisschen was machen können. Ich meine, ach nee, ist eigentlich ja genug Zeug da. Hier, Stone Pickaxe nehmen wir mit. Die eine angefangene. Oh, Bursche, wo hast du den ganzen Cobblestone hingepackt, den du eigentlich unten aus der Mine hättest holen müssen? Das geht ja nun mal gar nicht. Wo ist denn das Zeug alles? Muss ich jetzt hier selber Cobblestone klopfen, oder wie? Kann ja nicht sein. Nee, ich habe jetzt keine Lust, da unten runter zu rennen. Das dauert mir dann doch zu lange. So. Haben wir hier oben? Hier oben haben wir nichts. So. Ja, müssen wir uns leider selber Cobblestone holen. Genau. Bleibt uns nichts anderes übrig. Dann werden wir mal... Schade, ich dachte, wenn ich Cobblestone... Hat man doch eigentlich immer. Also, out of Cobblestone, das ist ja... sollte ja niemals passieren. Also, ne? So, zack, zack, komm her. Fang an zu rennen. So, rubbel die rüber. Zack, zack, zack. Ja, komm schon. Ja,
Ja, ich bin mal gespannt, was das hier wird mit dieser Welt, mit dieser Serie. Ich muss mir auch selber mal die Teile vorher angucken, was da alles so gemacht wurde. Gut, es sind zwar, glaube ich, erst 30 Folgen, aber da hinten sieht man schon. Jo, sieht doch imposant aus, meine Berghütte. Meine kleine Bergfestung, so gefällt mir das. Komm her, hier, Junge, lauf. Sandstein könnte ich oben noch brauchen. Das heißt, ich werde hier mal mir die Schaufel greifen. Und hier. Sand abbauen. Ein Stück Erde hätte ich mitnehmen können. Das ist verrottetes Fleisch, das lassen wir da mal. Nicht, dass es später Probleme gibt. Ja, von wegen Kompatibilität hier, meine ich. Ja. Also. So, wuppdiwuppdiwupp. Jawohl, hier Knochen und Pfeile können wir aber mitnehmen. Die machen keine Probleme. Und dann sprinten wir mal zu meinem kleinen Steinbruch. Ach, da oben haben wir noch was. Noch mehr Pfeile. Sehr schön. So, und dann klopfen wir hier mal fleißig wieder drauf los. Cobblestone, um das Dach fertig zu machen. Hier alles. Schön einsammeln, schön wegklopfen. Ja, tut mir leid, aber es ist ja die Regel, dass ihr da voll dabei sein müsst. Das ist ja jetzt hier kein Let's Showplay, wo ich so eine langweiligeren Sachen weglassen kann. Ja, deswegen müsst ihr da mal einfach mit mir zusammen durch. Ja, hilft halt nichts. Die Spitzhacke ist gleich aufgebraucht. Jo, dann schaffen wir uns hier die nächste ran. Komm schon, hier, ich will Cobblestone. So, und den Rest, da werde ich eine Umzäumung machen mit Zäunen. Dafür müsste ich eigentlich noch Holz holen oder sogar haben. Schauen wir mal, wird es draußen dunkel? Nö, noch nicht. Ja, Sticks haben wir hier, ein bisschen Holz haben wir noch, aber Holz werde ich noch holen. Ich habe ja noch eine Hacke dabei. Ja, Axt, Äxte habe ich mehrere sogar. Also. So, dann arbeiten wir das hier mal ab. So. Schwubbeli, zack. So, großer Baum, großer Baum. Hier haben wir kleine Bäume. So, und hier nehmt meinem Setzling sowieso das Licht. Deswegen, zack, müsst ihr daran glauben. Auch du musst weg hier. Dein Nachfolger steht schon in den Startlöchern. Ja, so. So, zack, hoffen wir mal, dass die oben nicht zusammengewachsen sind. Beziehungsweise der sieht mir so fast so aus, als ob das hier wird kein Mammutbaum. Sehr schön. Wäre aber wahrscheinlich einer geworden, wenn die weitergewachsen wären. Weil die so dicht beieinander stehen, kann das durchaus sein. So, ein bisschen gelbe Blumen hier eingesammelt. Oh, komm her hier, du musst auch noch weg. Ah, Birkenholz. Birkenholz, das macht sich doch auch noch immer schön als Deko.
mal, die Frage ist, wo will ich da noch was dekorieren? Schauen wir mal, ob mir da noch was einfällt. Haben wir hier noch... Oh, das ist aber die einzige Birke hier, weit und breit. Mal sehen, dass wir hier einen Setzling umholen. Hey, Setzlinge, ich will Setzlinge. Okay. Ist die zu dicht an einem anderen Baum dran? Ja. So. Zack, 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 zack. Hier schön die Setzlinge eingesammelt. Auf dem Rückweg wieder rausgehauen. Ja, zack, 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 damit hier immer schön Holz nachwächst in der Nähe. Ja. Jawohl, so langsam wird es auch dunkel. Damit ist es wieder Zeit, ja, an die Arbeit zu gehen, ne? Ah, da haben wir noch Birke, die klopfe ich mir hier noch weg. So. Ja. So, und dann sollte ich eigentlich auch nochmal nach einer Stelle Ausschau halten, wo Zuckerrohr wächst, weil ein paar Bücherregale machen sich zur Deko eigentlich immer gut. Na, passen ja da oben auch dann hin. Aber schauen wir mal, es ist auch schon wieder soweit, Happa Happa zu machen. Das Schweinefleisch ist allerdings roh, das schmeißen wir dann erstmal in den Ofen. So, dann machen wir uns hier noch weitere Treppen. Okay, wird dann unter Umständen doch ein Flachdach. Flacheres Dach. So, so. Wollen wir mal schauen, wie weit wir damit kommen. So, zack. Und jam, 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 jam. Erstmal sich stärken, bevor es hier weitergeht. So. So, zack, zack, zack und zack, 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 nicht doch. Holzgiebel komme ich da ganz gut hin. Hacke habe ich ja jetzt keine mehr. Ne, mit einer Blume bringt das nichts. So, zack, hier Holz. So. So, Blume brauchen wir auch nicht. Zack. Oh, ist das nämlich. Der kann natürlich weg. So einer hin. So, zack. Was man hier immer so vorsichtig laufen muss, damit man das richtig hinkriegt. Okay. Hält halt ein bisschen auf beim Dachbau, aber es soll sich ja lohnen. No. So. 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 So.
zweite Reihe. Hier kommt dann wieder der Glas, der Holzgiebel hin. Wie sieht das da aus? Okay. So, das ist jetzt hier noch nicht hoch genug, um da drauf zu laufen. Das heißt, hier müsste dann, zack, ja, müssten noch zwei Reihen eben hin. Und können wir sogar schon mal hier mindestens eine anfangen. So. 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 Ups, so. So. Oh ja, sind wir doch nochmal ein Stück, schönes Stück weit gekommen. Und da oben haben wir dann auch den Abschluss. Da können wir dann eben noch auch hier die irrtümlich erzeugten Slabs verarbeiten. Mindestens zum Teil werden wir die da los. Ups. Ach, schauen wir mal. So, da kommt noch ein Holz drauf, dann ein Slab und hier ans Dach, ans Ende. Nochmal ein Slab, 1, 2, 3. Ne, den müssen wir doch mal wegklopfen hier. Ach Leute, so geht das nicht. Ups. Oh. Spitzhacke. Zack, zack. Ja, ich hätte mir noch ein Stück Metall mehr mitnehmen sollen. Och, mein. So, zack, zack. Den kriege ich natürlich nicht weggeklopft. Nee, ey, müssen wir uns wieder mal eine Holzspitzhacke machen. Gut, fürs Erste soll die ja auch einfach reichen. Hauptsache, ich krieg damit jetzt den hier weggeklopft. Der gibt natürlich zwei einzelne. Ist das... Okay. Machen wir mal weiter. Anderes Thema hier. Nämlich... So, und dann machen wir hier zack, 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 zack. Und machen wir den zweiten zack. Zack, so. So, so. So. Das werde ich hier. Ja, mache ich das. Ich denke mal, ich mache das so, dass man nämlich. Zack, ja, ein bisschen Erde haben wir ja hier. So, dass man nämlich. Wirklich hier eben auch runter gucken kann. Und. Ja, wie kriegt man jetzt da die Erde weg? Der ist natürlich... Glas. Glas, jo. Dann muss halt Glas herhalten. Zack. So. Zack. Zack. So. Das. Ah ja, okay, das geht dann. Das geht dann nicht. Ah, Mann, was habe ich mir da bloß ausgedacht und eingebrockt? Das kommt davon.
heißt, hier müsste ich ja erst so, dann... Dann kann ich den hier wegnehmen. An den komme ich auch noch ran. Okay. Scheiße, man kann sich das auch kompliziert machen. Möchte ich damit nur anmerken. Na? Ja, einer rauf, bevor ich den wegklopfen kann. Kommen wir da so ran? Kommen wir da nicht so ran? So, und eigentlich sollte ich ja tagsüber schon wieder unten sein, um mir hier Cobblestone fürs Dach zu holen. Habe ich nicht. Müssen wir mal sehen, wie weit wir hier mit der Holzhacke kommen. Komm her, Creeper, zeig dich. Hol dir deinen Schuss. Ich finde das lustig, dass die Pfeile jetzt neuerdings stecken bleiben in den Biestern. So, das Gammelfleisch sammeln wir mal nicht ein. Cobblestone raus. Wer hätte gedacht, dass ich mal zu wenig Cobblestone haben werde und den mal hier bewusst farmen werde. Also, okay. Ich bin ja auch selber schuld. Was baue ich? Ein Dach aus Cobblestone, ne? Ach, und wenigstens eine Stahlschippe hätte ich mir bauen können, weil ich ja Erde hier brauche. Nachher, um den Zaun fertig zu machen. Schauen wir mal. So. So. Komm hier, was weg ist, ist weg. Und je schneller ich das wegkloppen kann, desto besser. Selbst wenn das hier mit einer Holzhacke nur läuft. Und als erstes, wenn ich wieder zu Hause bin, mache ich mir noch zwei Steinspitzhacken. Ich bin mal gespannt, wie lange diese Folge wird. Ja. Ich glaube, ich werde selbst für meine Verhältnisse einen neuen Rekord aufstellen. Denn eine Stunde habe ich hier sicherlich schon zusammen. Mal sehen. Mal sehen, wie viel Platz ich noch auf der Platte habe. Aber da waren noch 400 Gig frei. Also, das sollte reichen. So. Das war es jetzt mit der Dings. Habe ich hier eine Schaufel? Habe ich ja nicht. Und ich brauche natürlich Erde, um die Umzäunung zu setzen. Mann, was habe ich mir da bloß eingebrockt mit dieser Idee, Zaun außen ran zu setzen. Also ein Stück weit werde ich das sicherlich mit Glas machen können. Na, einfach mit Glas machen. So. Okay, das sollte mich jetzt schon ein bisschen weiterbringen. Aber was muss man sagen? Gut sieht es aus, muss man sagen, ne? Meine Hütte da oben. Kann sich sehen lassen. Ich denke mal, der Aufwand hat sich da doch... Na komm schon, meine Fresse hier. Wupp, wupp, wupp. Hat sich da doch gelohnt. So, und ich glaube, ich muss auch bald wieder mal auf die Jagd gehen. Seeds können wir wegschmeißen. Damit ich hier... So, was hatte ich gesagt als erstes? Zack, Steinspitzhacken. So, eine Stahlschippe.
Schaufel. Und zack, zack, zack. So. Dann, jawohl, hier, zack, 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 zack. Damit sollten wir schon ein Stück weiter weiterkommen mit dem Dach. Zur Not habe ich hier noch. Also, wir müssen nur jetzt erstmal so sehen, dass wir wieder aufs Dach raufkommen. Machen wir das doch einfach mal hier. So, gut. Na, komm schon. Zack. Zadada. So. Ja, was weiß ich, andere Leute würden jetzt hier was singen oder so, aber mir fällt da leider momentan nichts ein. Es ist Samstag früh. Und ich habe schon eine lange Session hinter mir für mein Let's Showplay. Ja, also nehmt mir das bitte nicht übel, wenn ich jetzt hier nicht allzu gesprächig bin. So, schwuppdiwupp. Zack, zack. So, dann müssen wir uns noch was Schönes einfallen lassen als Verzierung für das Dach. Na, dass da an die Giebel noch was rauskommt. Klauen wir mal ganz unverschämt, glaube ich, bei Gronkh. Na? Indem wir da einfach, so, hier haben wir doch schon 1, 2, 3 und der vierte ist es. Und dann kann ich doch hier... nee, dann kann ich das auch ein bisschen auf dem dritten. Da sieht es am besten aus, denke ich. So. So. 1, 2, dritter. So, dann werden wir uns hier mal... Das werden wir natürlich ein bisschen variieren. Indem wir nämlich... das ein bisschen so machen. So, zack, hier zwei raus. Und dann bum, bum, bum. Nehmen wir nicht Sand, der würde ja runterplumpsen. Nee, ha, da nehmen wir Birke. Weil die Birke ist nämlich schön hell von der Textur her. Ne? Und deswegen, wenn ich da jetzt zack ich hätte auch Wolle nehmen können, um Gottes Willen, also ist es ja nur nicht. Aber die Birke ist einfach schön hell, deswegen wird die halt angestrahlt und die helle Fläche ist halt ein gutes Stück weit sichtbar. Und ist außerdem einfach mal was anderes, eine Variation. So hat das nämlich... Na, muss ich da tatsächlich hier das von hier machen. So. Zack. So, dann kann nämlich der hier weg. Der hier weg. So, da haben wir drei Fackeln dran. So, und genau dasselbe bauen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Es sind zwei frei und dann geht's los. Okay. 1, 2 frei. Der dritte. Da war's. Habe ich mir nur die Erde beiseite gepackt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich brauche sie doch gleich wieder. So, zack. Und zack. So, und dann. Und hier, zack, zack. Und. Einen ran und die Birke ran. Mit Fackel. Und hier auch wieder dasselbe. Zack, zack, zack. Zack und zack. So.
Haben wir unserem Häuschen hier doch mal Hörner aufgesetzt. So. Söderle und Söderle. Ach, eine schöne Aussicht haben wir aber von hier oben. Ah, das ist, kann man nicht anders sagen. So. Und so. Jo. Ah, das kann sich doch sehen lassen. So, plumps. So, hier wollte ich den Kobbelstein abernten. Denn hier werden wir... Hier kann ich ausnahmsweise mal den Zaun richtig verwenden. Richtig verwenden. Ja, okay. So, es wird hier schon wieder düster. Vorteil ist dann nämlich auch, man kann hier plöng, no, Fackeln auf die Ecken setzen, dass das Ganze auch ausgeleuchtet ist. So, zack, Zaun rauf. Weg, Zaun rauf. Weg, Zaun rauf. Weg. Oh, so geht das eigentlich doch ganz gut. Hier schön ausgeleuchtet und hab Kürbislaterne müssen wir auch noch irgendwo reindrücken. Natürlich, wo sonst? Nehmen wir noch die Axt. Ach, die braucht wieder was drunter, damit man sie setzen kann. Ist jetzt die Tür. Da ist die Tür. Zack, und rauf die Tür. No. So, das könnte man eventuell nachher noch durch Vollholz ersetzen oder Birke. Birke haben wir doch noch. Machen wir doch glatt. Ja, dass wir hier... Das ist zwar dann nur auf der einen Seite gemacht, aber soll togal sein. Einfach nochmal hier, um einen der berühmt-berüchtigten Akzente zu setzen. Na? Jo, können wir da oben. Könnte man eigentlich durchgehend machen. Na, dass man hier sagt. Zack, zack. Na,
Und dafür. Ach ja. Und da verließen sie ihn. Sagt man immer so schön. Ja, gut, hier hat man noch Platz, was zum Einrichten. So, der hier kann weg. Fackel ran und dann da oben auch dicht gemacht. Ja, könnte man notfalls auch nachher noch bunte Wolle nehmen oder sowas. Egal, ich brauche jetzt aber erstmal noch weitere Stickies, um noch mehr Zäune machen zu können. Quatsch. Was mache ich denn da? So. So, damit sollten wir dann schon mal ein Stück weiterkommen und vielleicht sogar richtig rum. Das wäre doch was. Ups. Zack. Das ist doch mal ein Job für die Nacht hier, ne? So eine Sachen. So. Schön, hier kommen wir dann mal hintereinander weg ein bisschen weiter. Jawohl, damit wir hier zack den raufsetzen können und wegklopfen können. Ach, und jetzt wird die Erde knapp, ist aber nicht so sehr, ups, das Problem. Oh, shit. Haben wir jo, doch gleich Gelegenheit, die Schaufel zu nutzen. No? Ja, es wird ja auch gleich Tag. Na, was ist, Mädchen? Freust du dich schon?
versteckst du dich. So. Das passt ja, dass es gerade Tag wird. Oh, okay, aber Nahrungsmittel sind voll hier. Wer will da was von mir? Du kommst noch dran. So. Okay. Das rottende Fleisch lassen wir mal auch liegen. Und... Aber die Knochen hier können wir aufsammeln. So. Und dann machen wir hier die Arbeit. Ein bisschen Erde ab. So. 45, na dann müssten wir eigentlich oben rumkommen. Dann ist hier auch so langsam ein Ende abzusehen, ne? Meine Fresse. Was haben wir hier alles gebaut? So, kann man jetzt natürlich noch jede Menge Verzierungen oder sowas machen, ne? Aber ich begnüge mich mal damit, hier zack, Fackeln draufzusetzen. Hops. Hops, einmal auf die Außenecke. Hier auf die Innenecke. So, ich will das ja hier auch schön ausgeleuchtet haben. Ja, weil ich ja doch hier oben meine Ruhe haben will. Ach doch, Hütte sieht so ganz gut aus. No? So, dann machen wir hier mal weiter. Der kann weg. So. Egal. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Beziehungsweise weg. Denn hingekriegt haben wir es ja schon. Warte mal, da müssten wir doch... Jawohl. Und kriegen wir es jetzt da lang? Nee. Weißt du was? Und bist du nicht willig? Dann lasse ich mir was einfallen. ja, so und zack. Na, so. Zack. Ja, jedoch recht flüssig. Ich bin mal gespannt, wie lange die Folge nachher wird tatsächlich. Also so, klickeli-klack, klickeli-klack, klickeli-klack. Können wir hier? Ja, wir können. Zack. So, dann können wir nämlich gleich, ach, und ein paar haben wir sogar noch übrig. Ist das nicht schön? Können wir das sogar noch hier so richtig machen? Wow. Damit das so richtig nach was aussieht. Ja. Na? So. Zack. Da kommt einer rauf. Da kommt einer rauf. Hier kommt einer rauf. Und damit sollten wir die Gegend hier eigentlich auch so weit ausgeleuchtet haben. Eimer mit Wasser haben wir dabei. Da können wir uns doch einen kleinen Brunnen hier noch hinbauen. So einfach netterweise. Zack. Zack. Und zack.
Zack, na. Zack, zack. Kleines Holzdach kommt da noch oben drauf. Und hier hin. Und hier hin. Und hier hin. Und zack, dann hauen wir hier den Eimer weg. Na, so, dann müssen wir uns doch noch ein paar Zäune machen. Ist aber soweit. Ach Quatsch. Zack. Zack, hier alles keine Affäre. So. 16 Euro sollten reichen. So, die Nummer haben wir. Zack. Glowstone. Kommt da. Ach, da hätten wir ja noch einen zweiten Eimer gehabt. Oh, egal. So, Glowstone kommt da noch rein. Ah, braune Wolle, Saplings. Zack, zack, zack. Das packen wir mal hier alles rein. Da werden wir ja nicht mehr viel brauchen. Wooden Slabs. So. Oh. So. Und zack, 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 zack. Was hatte ich hier noch? Wooden Slabs? Stone Slabs? Stone Slabs, die müssen wir aufbrauchen. Die Cobblestone Slabs. Das heißt, die kommen jetzt nämlich. Ja. Hier so drüber als Jacks. So, und der Glowstone kommt hier rein. Als Beleuchtung haben wir hier nämlich auch nochmal Beleuchtung dran und drauf und drum. Ja. So, Baum haben wir da. Bup. Blumen haben wir da. Das heißt, wir werden uns hier auch noch einen kleinen Blumenkasten machen. Ja, die Blumen nicht einfach so in die Ecke hauen, sondern ja. Manchmal, ich hatte doch hier noch eine Leiter. Dann werden wir uns noch ein bisschen ja, um drei sollten reichen. Nämlich hier. Zack. Zack. Und so. Hopp. Müssen wir nur höchstens noch irgendwo hier eine rote Blume finden, aber das wäre dann eine Sache für den nächsten. Und ja, eigentlich ist ja hier oben auch ausgeleuchtet. Es sollten also keine Monster hier oben spawnen. Wunderbar. Ich denke mal. Zack. Ja, damit haben wir es hier eigentlich soweit. Bis auf Heizdekoration, Bücherkisten können wir noch machen. Aber Papyrus habe ich, also Papier bzw. Zuckerrohr habe ich hier noch nirgendwo. Doch da unten ist welches. Müsste man noch abernten. Aber das wäre eine Sache. Kann hier durchaus noch jemand ausdekorieren, der Lust hat. Ich schmeiß hier mal auch den Gravel in die Kiste. So, Knochen kann sich wer mitnehmen. Den Sand haben wir hier zusammengepackt. Kohle, Pfeile, Pfeilbogen, zack, eigentlich alles da. Was zu essen hat man also auch noch parat. Fackeln kann man sich machen. Soweit, so gut. Passt also als Startpunkt hier für den nächsten in der Reihenfolge. Ich weiß nicht, wer es ist. Auf jeden Fall, jo, war's
das von mir. Ich verabschiede mich hier aus meiner kleinen Bergfeste mit dieser wundervollen Aussicht. Wundervolle Aussicht, muss ich mal sagen. Hier, da die Ecke, das sieht doch alles richtig schön aus. No? Ja, das war es soweit von mir. Ich werde gleich mal sehen, wie lang die Folge ist. Ich tippe, das wird über eine Stunde sein. Halt, wenn wir es hier haben, dann können wir es auch da haben. No? So. Wenn wir schon pfuschen, dann richtig. No? Okay, jawohl, das soll es jetzt aber... Ach nee, halt, ich kann ja mal gucken, ob ich hier schlafen kann in den Betten oder ob ich die noch umdrehen muss. Ich glaube, da muss ich was machen. So, dass man also zumindest das eine hier nutzen kann. Ach ja, okay. Habe ich hier jetzt den Sandstein. So. Ja, wunderbar. Es klappt mit dem Schlafen. Also, gut's Nächtle und goodbye. Viel Spaß. Und, ja. Viel Spaß beim nächsten Teil.